Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Florian und heute möchte ich euch mal sagen, bei wem ich meine Visitenkarten drucken lasse. Haben mich schon viele gefragt, es gibt ja immer so kostenlose Angebote, da rate ich eher von ab, weil dann auf der Rückseite meistens die Werbung steht von der Firma, von der die Karten kostenlos kommt. Und ich finde, das wirkt äußerst unprofessionell und ich bestelle meine Karten in England und zwar bei der Firma Moo. Nicht wie die Kuh, sondern moo.uk. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und auch einen Gutschein, da komme ich aber später noch zu. So, was ist an denen so besonders? Also zum einen ist die Qualität recht gut, da gibt es auch verschiedene. Das sind jetzt einfach hier die normalen Standard-Visitenkarten. Kann man auch mit abgerundeten Ecken. Mittlerweile gibt es hier auch quadratisch oder auch kleinere, die sind auch ganz cool. Verschiedenen Stärken, es gibt noch das Ökopapier und dann so ein Papier, wo innen drin noch eine andersfarbige Lage ist und die kommen immer in 50er Päckchen und das Coole ist, man kann eine Seite immer gleich bedrucken und jede andere Seite, also im Prinzip könnt ihr 50 unterschiedliche Visitenkarten in einem Päckchen haben, könnt ihr anders bedrucken. Ich habe das jetzt mal durchgemischt und zwar habe ich einmal für meine Privatkunden, also die florianeisermann.de und einmal Geschäftskunden florianeisermann.com. Was ich auch manchmal mache, ist, wenn man gerade ein neues Portfolio hat oder so, dann lässt man sich halt einfach ein Päckchen mit 50 Visitenkarten drucken und hat dann zum Beispiel seine 10 besten Bilder und die sind dann immer 5-mal drin. Das heißt, ich habe immer 10, also 10 Bilder, also dann unterschiedliche Visitenkarten, immer 5 Stück von dem gleichen Bild und ansonsten sind die unterschiedlich. Ich kann aber auch ein Portfolio von 50 Bildern zum Beispiel nehmen und dann hat jede Visitenkarte ein einziges Bild und dann kann man halt zu seinem Kunden gehen oder zu jemandem, wenn man nach Visitenkarten fragt, ja klar, such dir doch eine aus mit dem Bild, was dir am besten gefällt. Und dann hat man gleich so ein Gesprächsthema, oh, wie geht das, ne? Und wo kommt das her? Also gerade für Fotografen echt eine ziemlich coole Sache. Kann ich euch empfehlen, probiert es einfach mal aus und wenn ihr es ausprobieren wollt, dann solltet ihr unten den Link anklicken, weil dann bekommt ihr nämlich 10% Rabatt auf die erste Bestellung. Das ist doch was. Also schaut es euch mal an. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar unter dem Video, im Blog, wo auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und ja, am besten meinen Kanal abonnieren, weil kommt hier jede Woche ein neues Video rund um die Fotografie oder halt auch mal sowas, weil ich das praktisch finde, wenn man Fotograf ist. Bis nächste Woche. Ciao.